Wir sind ganz gut in die Partie gekommen und haben, glaube ich, auch erste Halbzeit eine gute Partie gezeigt. Zweite Halbzeit war es dann schwierig. Der Ausgleichstreffer gleich nach Wiederbeginn war natürlich alles andere als ideal. Das ist klar. Da hat man gesehen, was für Qualität trotzdem, auch wenn sie durchgemischt haben, welche Qualität in der Mannschaft ist, individuelle Qualität. Ich denke, die hat dann auch den Ausschlag gegeben. Ganz besonders freut es mich für John Córdoba, dass er so ein Traumtor hier geschossen hat. Hat in den letzten Wochen viel einstecken müssen und ich glaube, das würde ihm auch Auftrieb für die Bundesliga geben. Na, ich glaube, dass wir ein verbessertes Spiel gezeigt haben. Ich glaube, dass der eine oder andere Formanstieg hat. So, und auf dem Weg müssen wir weitergehen. Natürlich hat Arsenal auch nochmal ordentlich das Tempo angezogen. Das hat sich schon ein bisschen dann auch angedeutet. Auch die Führung. Ja, und dann haben wir leider gerade vor dem 2-1 dann einen Fehlpass im Mittelfeld, der dann natürlich bestraft worden ist. Das kann man sich auf dem Niveau dann leider nicht erlauben. Für uns ist es so, dass wir jetzt, sage ich mal, das vierte Spiel am Stück verloren haben. Trotzdem können wir da ein paar Sachen mitnehmen. Die heißt halt auch wieder umsetzen, nächstes Spiel oder übernächstes Spiel. Dann ist es schon soweit okay.